Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es eine ganze Menge sehr interessante Sachen zu sagen. Und du hast das Video eingeschaltet, weil du dich genau dafür interessierst. Ich bin auch sehr gespannt, was da kommt. Also, Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Übrigens auch danke für deine liebe Spende, die du mir hast zukommen lassen, die diese Videos da dann möglich machen oder ermöglichen, sag ich mal. Jetzt habe ich hier schon einen kleinen Kloß im Hals. Also schlucken wir mal. Siehst du, jetzt ist schon besser. Hat schon funktioniert, ne? Okay, los geht's. Heute grüßen wir gemeinsam unsere liebe Silke Plew. Silke, schön, dass du gekommen bist. Und du bist aus dem hohen Norden hierher gekommen. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht? Ach, etwas über 2 Stunden. 2 Stunden, 2,5 Stunden haben wir hier hingebracht. Ja, aber das geht. Hat gut geklappt. War kein Stau. Also sehr schön. Erstmal vielen Dank, lieber Andreas, dass ich hier sein darf. Und dass du mich hier eingeladen hast und ja, dass ich auch heute ein bisschen was über mich erzählen darf. Echt jetzt? Ja. Na, dann machen wir das jetzt mal. Sag mal, das liegt da oben zwischen, an der Nordsee, ne? Oder ja, genau. Das ist also zwischen Bremerhaven und Cuxhaven wohne ich. Und es ist wunderschön. Das also, glaube ich, oder? Ja, genau. Das ist ja cool. Und von in der Nähe vom Meer, ja. Wie weit hast du es bis zur Nordsee? Auch eine halbe Stunde. Zu Fuß oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Auto. Ah, mit dem Auto. Ah, dann ist doch eine ganz schöne Strecke, ne? Ja, aber es sind keine Wege. Nee, ne? Genau. Es lohnt sich. Nordsee auf jeden Fall. Ja. Das ist immer wunderschön, das stimmt. Ja, das kann ich nur bestätigen. Als Kind war ich viel an der Nordsee. Und das waren so die ersten Meereserlebnisse, die ich damals so hatte. Die sind schon tief gegangen. Die haben auch was mit meiner Persönlichkeit gemacht damals. Und das fand ich interessant, weil in der Kindheit werden ja ganz viele Grundlagen gelegt. Und wo wir heute dann sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen Richtung ein bisschen mitarbeiten dürfen. An die schönen Sachen erinnern und man ist gleich wieder, wunderbar drauf. Und die anderen Sachen, die brauchen wir aber genauso wichtig, auch wenn wir die gerne wegdrücken, ne? Ja. Aber die helfen uns in der Entwicklung. Genau. Ja, manchmal ist es ein bisschen stürmisch und das muss auch so sein. Und du weißt ja auch, an der Nordsee ist es ja auch stürmisch. Jo. Und da sind die Wogen ja auch nicht immer glatt, ne? Fall auf den Deich oben. Ja, eben. Genau. Richtig. Wenn du es bis dahin schaffst, ne? Ja, von hinten ja. Und dann geht es natürlich wieder runter ans Wasser, ne? Richtig. Und wenn Flut ist, ist gleich Schluss. Ja, richtig. Wenn er bist, dann kannst du laufen, ne? Ja, manchmal suchst du das Wasser, genau. Aber genauso ist es im richtigen Leben, ne? Also manchmal siehst du das Wasser und du siehst das Land nicht, ne? Und das ist manchmal das Problem, was man hat, was jeder Mensch irgendwie hat. Es gibt mal Tiefs und mal wieder geht es wieder hoch, ne? Ja, das kennst du bestimmt auch. Oh, kann ich ein Lied von singen. Tja. Und aber aus dem Tief wieder rauskommen, das ist jetzt eben die Kunst. Richtig. Ja, bitte. Ja, das gehört zu meiner Persönlichkeitsentwicklung, die ich übrigens auch selber durchgemacht habe. Ich war nicht immer so, wie ich jetzt bin. Genau, also es hat schon einiges auch an Entwicklung gebraucht bei mir. Und bin halt sehr brav früher erzogen worden. Und kennst du das auch? Ja, aber selbstverständlich. Ja, okay. Das ist halt damals noch Erziehung gewesen. Langsam ändern sich die Menschen ja. Und in den nächsten, weiß ich nicht wie vielen Leben, wird das immer besser werden, weil Kinder brauchen gar keine Erziehung. Die müssen nicht gezogen werden, sondern die brauchen Vorbilder. Ja. Das so ist das Entscheidende. Aber andere Geschichte, anderes Thema. Jetzt geht es um die Persönlichkeitsentwicklung, die wir ja selber machen, du so wie ich und du genauso, ne? Diese Persönlichkeitsentwicklung aktiv, soll ich sagen, beeinflussen? Nein, sondern aktiver leben und aktiver in die Richtung lenken, die wir nämlich wollen. Es aktiviert uns quasi, genau. Ja, genau, das ist noch besser ausgedrückt. Ja, genau, richtig. Ja. Ja, das, Es wächst, ne? Persönlichkeitsentwicklung ist ja quasi ein Wachstum. Und ein Wachstum in uns, genau. Und ich bin ja dafür da, dass ich die Menschen auch fördere in ihrem Wachstum, in ihrer Entwicklung. Und das ist ja nicht immer so einfach. Auch den Weg manchmal alleine zu gehen. Gut, ich musste den damals alleine gehen, das kennst du vielleicht auch. Ein Stückchen weit. Nachher habe ich mir auch zum Teil auch helfen lassen und so. Das gut zu meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe früher zum Beispiel im Büro gearbeitet, habe meine Ausbildung gemacht und bin damals eigentlich irgendwie schon dazu gekommen, dass ich immer mit Menschen arbeiten wollte.
Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe es gespürt, Andreas. Hast du schon, ja? Ja, ich habe es echt gespürt. Aber ich bin meiner Intuition damals nicht gefolgt. Weil das, was wir eben angeschnitten haben, durch Erziehung und so, immer brav sein und so und den Weg vielleicht von den Eltern so ein bisschen geebnet bekommen und so. Ja, da war meiner Meinung nach so ein Stillstand und das hat sich nachher erst so ein bisschen angehoben, als ich älter wurde. Älter. Nicht erwachsen, sondern älter. Ja. Das ging mir ja genauso. Ich habe in einem relativ späten Moment erst begriffen, dass genau das, was du gerade gesagt hast, die Intuition war immer schon da. Und dann hieß es aber, nein, du musst was Sicheres machen. Am besten wirst du Beamter und all solche Fikuckchen. Und habe mich dann immer wieder verbiegen lassen, um diesen Weg zu gehen. Bis ich dann irgendwann später mal begriffen habe, nee, der richtige Weg ist tatsächlich intuitiv, die Entscheidung zu treffen. Aber letztendlich bin ich allen dankbar, weil dadurch konnte ich es ja lernen, sonst hätte ich es ja nie gelernt. Diese Entscheidung auch für mich zu treffen, den Weg zu gehen. Richtig. Ja, das Problem ist ja, wenn du von außen irgendwie gesagt bekommst, was du machen sollst, der eine sagt das so und der andere sagt das so. Und irgendwie weiß man nachher gar nicht mehr, was man machen soll, ne? Und dann irgendwie den Weg zu sich selber zu finden und so die eigene Intuition zu folgen. Ja, was ist Intuition, ne? Gut, das ist nochmal ein anderes Thema, was wir auch nochmal aufgreifen können, Andreas. Mhm. Aber das ist ein weitreichendes Thema. Aber Persönlichkeit ist auch wieder weitreichend und die zu entwickeln. Weißt du, meine Persönlichkeit, die ist noch in der Entwicklung. Sie ist ja noch nicht zum Ende. Ich lerne ja jeden Tag immer und immer mehr. Und das geht doch unser ganzes Leben so. Ja, genau. Bist du die Augen zumachen. Und selbst kurz vorher lernen wir immer noch was. Weil die Seele will lernen und das Gelernte will sie mitnehmen. Ich habe mal ein Video gemacht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Oder doch? Oh ja, es hat ganz große Taschen, aber nicht für Materielles, sondern für all unsere Erfahrungen, die wir in diesem Leben machen. Die dürfen wir nämlich mitnehmen. Genau deswegen sind wir ja inkarniert. Und dazu zählen auch die negativen Erfahrungen als die positiven. Aus den negativen lernen wir. Ja. Die negativen Sachen werden wir so nicht mehr machen, die meisten wenigstens. Ich meine, gut, manche Sachen macht man auch 2 oder 3 Mal, aber wenn man möchte, dann kann man auch nochmal umswitchen und das anders machen. Ja. Gut, ich habe manche Sachen 2 oder 3 Mal vielleicht gemacht, aber dann heute weiß ich, ne, dass ich das nicht mehr so machen will. Also ich wollte nur sagen, aus der Erfahrung können wir eigentlich lernen und wieder schöpfen. Genau. Schöpfer unseres eigenen Lebens zu sein und nicht die Umwelt eingreifen zu lassen. Und das ist so meine Arbeit so mit den Klienten, die ich so durchführe, wo ich die auch wirklich unterstütze. Und ich mache das zum Teil energetisch auch bin sehr intuitiv und kann sie auch sehr gut da durchführen. Und und die Leute, die dafür bereit sind, die unterstütze ich sehr gerne. Ja, und das ist ja auch so, dass wir uns selber das überhaupt erstmal erlauben dürfen, diese Entwicklung zu gehen und auch uns zu ändern. Und auch, wie zum Beispiel von dir, Hilfe anzunehmen, Impulse zu bekommen, sodass man dann sagt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ist ja eine ganz andere Perspektive. Ja, hallo, jetzt geht's weiter. Und dann geht man wieder eine Zeit lang seinen Weg, bis man merkt, jetzt könnte ich aber mal wieder, ne, wenn es nicht von alleine kommt, Termin und dann wieder mal weiter. Genau. Sich Impulse geben zu lassen. Mhm. Und darum sind wir ja gemeinsam hier alle inkarniert, damit wir uns eben gemeinsam helfen, diesen Weg zu gehen. Ja, und das ist ja wirklich ein Weg. Man kann sich ja wieder, kann ja das eine machen und später macht man das andere. Wir müssen uns ja nicht festlegen, das ist ja das Schöne. Einerseits das nicht und zum anderen ist es auch vollkommen egal, was für Ziele wir uns setzen. Denn der Weg ist das Ziel. Diese Entwicklung wollten wir erleben. Deswegen sind wir ja aus dem Universum, wo es keine Zeit gibt, in diese Zeit inkarniert auf der Erde, wo es tatsächlich die lineare Zeit gibt, das eins nach dem anderen. Das ist ja auch so ein Erlebnis, was unsere Seele erleben wollte, genau so, wie es jetzt gerade ist. Und da kann man eben diese Persönlichkeitsentwicklung in der Zeit wunderbar auch an sich selbst beobachten und weitergehen. Genau. Wie machst du das? Per Telefon, Zoom oder wie geht das? Ich mache das sowohl im Telefon, ich mache das per Zoom
Und ja, ich mache das auch persönlich. Die Leute, die zu mir kommen wollen. Manchmal und, braucht man das ja. Ja, genau. Die können mich natürlich auch selber aufsuchen. Und ja, genau. Es ist ja auch mal schön, ein bisschen an die Nordsee zu fahren, da vielleicht Urlaub zu machen und ein Coaching. Ja. Nebenbei noch mitzunehmen, ne? Ja, mitzunehmen, das ist ja auch was Positives, ja. Und im Urlaub, mal so, hat man ja noch viel mehr auch den Kopf frei. Richtig. Für sowas, was zwischendurch auch geht, aber im Urlaub ein i-Tüpfelchen wäre. Auf jeden Fall, in einer ganz tollen Umgebung, also. Ja, genau. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, auch per Zoom oder Telefon kann man das genauso gut machen. Das funktioniert genauso, ja, ne? Genau. Und du stellst dann entsprechende Fragen und die Menschen, die dürfen dann mal in sich gehen. Manche Fragen müssen gar nicht beantwortet werden, ne? Da ist nur wichtig, dass der Impuls gegeben wird, oder? Das ist einfach der Impuls und ja gut. Und manchmal habe ich dann auch so eine Intuition, die mir dann kommt. Ja, wenn die Menschen jetzt nicht genau wissen, was sie beruflich so machen könnten oder so, ja, sagt meine Intuition, lenkt mich meine Intuition ungefähr dahin, ja, in die Richtung, wo es auch wirklich gehen könnte, ne? Und ja, es ist wirklich phänomenal manchmal, was kommt aus dem Nichts, ja, was genau. Da plötzlich auftaucht. Und ich benenne das dann und die Menschen sagen, Mensch, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, ja. Also es ist, ich kann es manchmal selber nicht begreifen, ja. Und manchmal sind es ja auch Impulse, A, die man gibt, und bei den Menschen kommt Information B dann raus dabei. Deswegen liebe ich Brainstorming zum Beispiel so, wo wirklich jeder das, was ihm intuitiv kommt, raushaut. Und da kommen die lustigsten Sachen raus. Sachen, wo du denkst, das hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Aber es ist dann das i-Tüpfelchen, damit Person B den richtigen Impuls bekommt aufgrund dieser Summe. Und das finde ich so schön dabei. Mhm. Und dann kann es losgehen. Und manchmal ist eben das, was ihr in euren Gesprächen so rausfindet, du und deine lieben Klienten, der Weg, dass sie dann damit weitergehen können. Genau, das ist ein Einsammeln von Gedanken. Ja, und ja, das wird dann nachher ein großes Ganzes und dann kann man gucken, ja, was macht man damit? Wie wandelt man das um? Ja. Ja, es ist einfach spannend. Es ist eine tolle Entwicklung. Und das mitzuerleben, wie die Menschen sich dann auch weiterentwickeln, das kriegst du dann ja live auch mit. Wenn sie sich dann nochmal melden. Was ja das Beste ist, wenn man sich immer wieder so ein bisschen Impulse holt und dann geht man seinen Weg so lange, wie es geht und dann halt nochmal, was soll's, ne? Ganz genau. Ja. Ja, ich selber als Coach nehme ja auch öfter mal jemanden anders von außen, ja, der mich dann auch nochmal lenkt oder beziehungsweise mir auch nochmal andere Ziele, ja, darstellt, die ich aus meiner Intuition dann nehmen kann. Also, ja. Also es ist auf jeden Fall richtig hilfreich, ja. Dann nimm doch allein deinen Weg jetzt, den du gehst gerade, um den Menschen zu helfen, brauchst du natürlich Bekanntheit. Und deswegen sind wir zusammengekommen und machen heute dieses schöne Video, damit die Menschen wissen, ah, die Silke Pleef. Ja genau, Mensch Kinder, wo ist denn die Nummer? Unten da, da ist die Webseite unter dem Video, da rufe ich jetzt mal an. Und können sich dann mit dir, wenn sie Resonanz mit dir haben, deswegen das Video, deswegen unser Gespräch, bei dir melden. Ja, und dann kann es schon losgehen, weil die Entwicklung, die wir jetzt alle durchgehen, die ist so entscheidend wichtig. Ganz genau. Und da gehörst du zu den ganz wenigen, die das machen, den Mut haben, auch, dass du für die Menschen da bist. Ganz genau. Ich danke dir auf jeden Fall auch, dass ich hier sein darf. Nochmal, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, aber dass du das hier auch verbreitest auf deinem Kanal. Also ich habe ja schon oft auch andere Menschen gesehen, die auf deinem Kanal aktiv sind und habe mir das über Jahre wirklich angeguckt. Schön. Und da muss ich dir ein großes Lob nochmal aussprechen. Also danke. Das hast du wirklich toll gemacht. Und bis dieser Impuls dann da war, ja, Silke, du kannst das jetzt auch mal selbst in die Hand nehmen und kannst das machen, kannst dich nochmal präsentieren. Ja, da ist natürlich einige Zeit ins Land gegangen. Aber heute sitze ich hier. Und du hast Mut mitgebracht, denn Mut tut gut, das zu machen. Ja. Und das finde ich toll. Wow. Dankeschön. Schön, dass du da bist und dass wir das machen konnten. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein Video hin, indem wir noch ein anderes Thema ansprechen, was mich auch noch sehr interessieren würde. So, guck mal, jetzt nehmen wir mal die Kamera da in der Mitte. Ne? Dann könnt ihr uns nämlich beide in die Augen gucken. Ne?
Und hier aus dem Norden, Silke aus dem ganz hohen Norden, obwohl es gibt noch einen höher, wenn du Flensburg bist, dann bist du noch höher im Norden, das ist wohl wahr, ja, da muss man nämlich nochmal Schleswig-Holstein ganz nach oben flitzen. Senden dir von ganzem Herzen wieder ein riesiges Dankeschön und alles Liebe.